für ein Geburtshilfe. Oder hat sie Schmerzen? Tuesday. Ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein. Nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Nein, niemand kriegt mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Hört mich. Ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Du kannst Sachen explodieren lassen. Du bist vielleicht nicht der Richtige. Ganz ruhig. Ich kann auch heilen. Dementsprechend kann ich vielleicht auch ein Kind zur Welt bringen. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's, ja. Aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Jody, komm schon. Ja, sie läuft ja nicht. Mann, beweg dich, Mädel. Die kriegt ein Kind. Du tockelst hier rum wie so eine Schnecke, die gerade in Urlaub geht. Ich drücke mal automatisch auch auf Laufen, aber irgendwie... Los, schneller! Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein, wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber uns fällt was ein, komm! So, Schatzi, ich glaube, du bist gleich dran. Mhm. Da drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Das kriegen wir hin. Gott verdammt! Es muss doch gehen, es muss doch irgendwie gehen! Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Die Tür. Ach so, das sollst du dann durch. Ja, okay. Genau, lass erstmal die Putzmittel explodieren. Das bringt uns vielleicht was. Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Ah, Schalter. Nehmen wir auch den. Tür. Warte kurz. Haben wir noch was vergessen? Kameras oder so vielleicht. Ja, vielleicht Kameras. Oder eine Alarmanlage oder irgendwas. Muss mal. Warte mal, was ist das? Das sind noch Schranken. Aber da oben Pizza? Ist ein Pizza. Nee, wenn dann doch am Eingang oder so wahrscheinlich, ne? Da oben ist da die ist eine Kamera. Ah, Mann. Was ist das denn? Also anscheinend aber kein Alarmsystem, oder? Okay, Alarm aus. Das spart uns nachher noch Ärger. Rechts vielleicht noch? Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Auf. Nee, oder ich konnte nicht mehr. Ich dich später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Ja, dann geh! Los! Nee, die traut sich nicht. Die will nicht. Ich hab so viel, ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Die müssen aber mit zwei tragen. Los jetzt! Das Baby kommt! Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen! Geh doch hinterher, Schatz. Hättest aber wenigstens die Tür mal zumachen können, damit dich jetzt nicht jeder x-beliebige hier klauen kann. Ja, aber dann lenkt das von unserer Spur ab. Das ist aber genau. Ach komm, lauf, Mann. Geh doch mal rechts da durch. Können wir hier noch ein bisschen Geld mitnehmen? Schade. Ja, aber klar. Wo gehen die hin? Ey, wir kamen doch von der anderen Seite.
so, müssen wir in den Laden rein jetzt noch. Nee. Soll ich da jetzt auch durch? Ja. Hallo. Wieso macht er das nicht? Ach, gedrückt halten. Los hier lang! Sag, ich hasse diese Steuerung. Eben bei den Stöhnen hinterher. Wo ist er denn? Ich glaube, da hinten rum. Ich würde es jetzt aber nicht sehr nach Geburt angreifen. Hallo? Leute, wo seid ihr? Oben wahrscheinlich. Mädel. Warte mit dem Kind, bis ich da bin. Du willst es Obwohl, sehen. Die Sachen sind ja eh schon da, ne? Aber wir können sie vielleicht dann heilen, wenn irgendwas schief läuft oder so. Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Ach so, jetzt verstehe ich das. Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle. Außer Jodie. Diese? Ich will nur Jodie. Nur damit die nicht nackt sehen oder was. Naja. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber... Ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Nicht pressen, du hast die Hose noch an. Ja, genau, das wäre echt schlecht. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Für sie? Wisst ihr, da musst du erstmal jetzt die Hose ausziehen. Die ziehen wir dir schnell aus. Kann ich jetzt was machen? Oder musst also du das jetzt irgendwie machen? Nee. Achso. Du musst da jetzt die Sachen, den Handtuch und so. Ja, aber wir haben doch kein... Achso, ich wollte gerade sagen, warum die Schere? Ja, für die Nabelschnur. Ja, ich... kümmere mich um die Matratze. Also du hast auch noch nicht viel mit der Geburt gehabt. Nein, ich wusste wegen der... Aber im ersten Moment habe ich... Da lagen ja zwei Scheren drauf, davon mal abgesehen, ne? Ja, wenn eine kaputt geht. Okay, du kriegst das hin. Aber ich vermisse irgendwie das Wasser. Also die wollen doch immer alle Wasser haben. Ja, ja, das ist... Ach, da ist eine Flasche am Tisch. Ja, toll, Sprudelwasser oder was? Mhm. Atmen. Okay, bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Die Wehe ist da. Lass mich sagen, dass sie pressen soll. Los. Komm schon. Pressen. Pressen. Ja, es ist fast da. Okay. Ist bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Pressen. Sie ist da, Tuesday. Aber, ach doch. Okay, jetzt noch die Nabelschnur. Ist aber sehr sauber. Ja. Warum zeigen Wie wär's mit Klammer? Hallo? Nee, gibt's nicht. Das ist aber wichtig. Ja. Ich hab das nicht mehr im Kopf, aber das soll ja irgendwas Negatives verhindern, wenn man das abklemmt, ne? Mhm. Es war bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die andere. Mach hier doch mal eine Decke drüber. Ja.
Ach so, hat sie. Okay, ich dachte gerade. Wow. Es ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Eigentlich ist es sehr groß. Sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich's nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Meine Magierin. Aber ihr wisst, dass noch eine Nachgeburt kommt, Jungs, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn damit eigentlich? Da hängt dann doch die Nabelschnur, glaube ich, auch dran, oder? Ja, 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 das verliert sich dann alles raus und die... Heißt das Plazenta oder was auch immer? Rauskommt. Naja, Plazenta. Daran kannst du dann auch erkennen, ob jemand viel geraucht hat oder so, weil dann sieht die wohl ziemlich eklig und dunkel aus. Ich würde sagen, was auch. Okay. Meine nicht. Das glaube ich. Also ich habe ja jetzt keine mehr, aber. Hey Eden, ich glaube, du musst mir gleich helfen. Komm ja raus, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Stan, mach auf! Was zum... Oh Gott. Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich geh allein. Aber... Los, raus mit dir! Junge, geh, ich bin nicht allein. Hau ab. So. Was haben die jetzt gesagt? Hilfe! Schatzi. Nee, oben. Du musst nach oben. Achso. Spring mal die Tür auf, geht das? Da hinten die meinst du? Nee, ich rechts. Dachte, wir müssen. Der kam doch von rechts, oder nicht? Hier, hier, wo das so am Brennen ist. Hilf mir! Ja, er ist dahinter. Da, da, da. Tuesday, das Baby, sie sind oben, hört ihr? Wir müssen sie rausholen, bevor ja, aber ich musste dir erstmal die Tür aufmachen. Jetzt halt mich nicht auf. Lauf, Mann. Frau. Also Frau, ja. Genau. Mann, Frau. Erst der Mann und dann die Frau, so. Ich sagte laufen, nicht dahin torkeln. Oder? Ja, sie hat irgendwie alle Zeit der Welt irgendwie anscheinend, ne? Ja, ich finde das auch schrecklich, dass du mit der nicht laufen kannst. Hilfe! Achso, da ist der Ding. Wow. Okay, gut, dass wir erst auch erst das unten gemacht haben. Guck mal. Ich brauche Hilfe! Achso, ich muss aber da rum. Ja. Kann das sein, dass der rechts von uns drin? Nee, der ist er. Er muss erstmal. Komm schon, Jimmy! Spring! Komm schon, das Baby schreit schon. Beeil dich endlich. Ich komm nicht raus. Mach endlich. Du kannst. Oh. Ich komm nicht raus. Du kannst. Komm schon, spring. Lass ihn zurück. Geh zum Baby. Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Ja, okay. Okay, wir zwingen ihn. Komm, los. Stoß ihn rüber oder sowas. Ach so, das meinst du. Und hopp. Rechte Taste. Dick, mein ich. Was? So. Was war das? Los, raus! Lass mich los! Lass mich zum Baby! Baby. Geh weg! Los, rette das Baby! Bleib nebenan! Ja, aber da komme ich ja nicht hin, oder? Nee, da nicht. Du musst auf der anderen Seite rausgehen. Wow. Wir brauchen einen anderen Weg. Genau, geh mal durchs Fenster. Hallo. Geh auch da durch. Ist das so schwer? Ich glaube, die ist links, ne? Du machst nach links, oder? Ja, wenn die mal was machen würde hier. Wow. Haben wir hier irgendwie eine Gasleitung getroffen oder was? Oder? Keine Ahnung, ey.
frage mich auch, wer diese Hütte so angezündet hat. Irgendeiner muss das Ding angezündet. Wahrscheinlich diese Drecks. Ja, diese Typen da. Ja. Man macht doch endlich mal was. Johnny! Nicht wie raus hier! Mädel, wohin? Ich glaube, du musst springen. Ja. Dass sie da nicht mal sagt, so nach dem Motto, Aiden, hilf uns oder so, weißt du? Ja. Wir werden sterben. Halt die Klappe und geh. Aber nicht da rein. Vielleicht kann ich hier einen Schutzschirm machen oder so. Und vertrau mir, okay? Nein, ich brauch dich jetzt. Ich bin noch da. Ich bin immer an deiner Seite. Ich dachte, du bist an meiner Seite. Ja, meine ich doch. Mensch. Komm, denk nach, Jody. Denk nach. Ja, du nicht, er. Also ich glaube, wenn sie bisher noch nicht verstanden haben, was sie für Kräfte hat, dann, oder halt der Aiden, dann würden sie es jetzt verstehen. Schnell, runter, lauf! Ja. Aber nicht zu schnell laufen, das ist ein Baby in der Hand. Jody, ist alles okay? Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Okay. Springen wir mal vom Balkon oder so, ne? Oder müssen wir erst nach oben? Gute Frage. Da kommen wir nicht rum mehr, wahrscheinlich nach oben dann. Ja. Ist natürlich clever, ein brennendes Haus als erstes nach oben zu laufen. Vor allen Dingen laufen ist das ja nicht. Die ist da rumkriechen fast. Und wir wissen immer noch nicht, ob sie mit dem Baby jetzt wirklich raus ist. Das nervt mich gerade am meisten. Aber man hört es zumindest nicht mehr. Oh, das war nicht. Fangt ihr mich auf? Bitte? Schutzschild? Schutzschild! Mhm. Ja, mach doch mal. Hilf mir ein. Ja, dann beweg dich endlich. Ich sterb, glaube ich, gleich. Ah, nee, ist schon drin. Jody. Hab doch mal Vertrauen, Mann. Ja, ich dachte, das muss so klinken. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut, sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Wow. Sag mal, was für uns nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Pfeif darauf, Happy End. Ich sagte, wir sehen uns, Miststück. Aiden, du hast die Erlaubnis, ihn umzubringen. Hey, lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Helden sein, oder? Nein! Nein! Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann, ist alles drauf! Okay, dann komm, los, weg! Bastarde! Sie atmet nicht. Sie atmet nicht! Oh mein Gott! Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Nein! Schön, ich darf nicht sterben! Verlieren Sie! Ich darf nicht sterben! Johnny, nein! Bitte bleib bei uns, Jody.
Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Nein gesagt. Keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit, Jody. Chateau Margaux, 2011. Er sagt, das war ein Hervorragend. Bist du ja. Pass gut auf dich auf, Jody. Du musst dich daran gewöhnen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Paranormale Abteilung. Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten sprechen Notfall? Ich gebe diesem Baby eine Chance. Ich habe versucht, Welt. Das Kind braucht Wärme. Es soll Wind, dein Fläschchen haben und Kleidung wiegen. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Und du bist eine Magierin, Jody. Die Existenzen. Bin ich tot? Okay. Na gut, ich muss näher rangehen. Aiden? Wieso, Aiden? Ich wollte nicht mehr hier. Gott, ich bin tot. Aber es ist so komisch, das war doch nur die Infusion, die sie da abgerissen hat. Diese Dinger sind doch woanders dran. Ja, sah ein bisschen seltsam aus, aber... Komisch war das, ja. Ich denke mal, dass sie sehr lange da gelegen hat, dass sie die Haare, also dass sie sie operieren mussten im Gehirn oder so. Ja, dass sie deswegen keine Haare hat. Von uns, Jody. Wir alle. Okay. Dadurch sind wir immer bei dir. Sie hat jetzt eigene Flash, so was ohne mich.
Ja, vielleicht bist du jetzt in mir drin oder so. Aha, ein schöner Gedanke. Nein, mach. Wir haben die Mistkerle geschnappt, die unser Haus abgefackelt haben. Das Benzin an ihren Sachen war der Beweis. Krank, oder? Arschlöcher. Siehst du, hinten hat sie so ein offener... Ja, ja, sie hat eine Narbe, ne? Und Kopf und so. Eine Narbe und ein Kopf und so. Ne, am Kopf und so, hab ich gehört. Ach, da ist es. Zoe wird heute 3 Monate alt. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Lysa. Ich hasse das. Ja, ich hasse das, wenn er das nicht durchzieht. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie Verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe sie zu ihr. Die Arschlöcher einen noch nicht mal im Tod irgendwie in Ruhe lassen. Oder im Koma, oder... Jetzt kann es auf einmal wieder laufen. Kommen wir hier durch? Guck doch mal da raus. Ja. Hallo. Mädel, Fenster, da wo ich dich hinbringe. Genau, spring mal raus. Oh. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig, das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße! Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Na, das kennen wir doch. Diebstahl, Essensgeld. Aber irgendwie war mir das Ende jetzt gerade ein bisschen, dass der die Wahrheit erzählt haben, wohl nicht viele Leute. Ja gut, nachdem ich mich jetzt 2-mal auf die falschen Leute eingelassen habe, habe ich mir gedacht, ne, aller guten Dinge sind 3, denen erzählen wir mal die Wahrheit. Ehrlich, ja. Geld verdient haben wir auch, zumindest zum Teil. Zum Teil, ja. Genug Geld, warmes Essen, 90% immerhin noch, ne? Nicht allen nach dem Abendessen geholfen? Ja, super, durfte ich ja gar nicht mehr, vielen Dank. Vielleicht hätte ich ihn als letztes machen sollen oder so, weil ich die anderen vielleicht nur heilen sollte oder sowas, das kann natürlich auch sein. Alle vor dem Feuer geritten. Was schade ist, haben immerhin noch 92% gehabt, ne? Keinen Selbstmordversuch unternommen, haben nur 64% Leute, ganz ehrlich, was ist los mit euch? Schläger besiegt, oh, das ist auch 96%, ne? Ehrlich über Aiden nur 61, ja, das sind wahrscheinlich ungefähr die gleichen, die dann auch die Wahrheit erzählt haben, also ein bisschen mehr schon. Aber guck mal, aus dem Gebäude entkommen sind nur 52, das ist auch wenig, die da das nicht geschafft haben. Das ist krass, ja. Das ist vor allen Dingen, was passiert. Ja gut, vielleicht wären die dann reingekommen und hätten mich dann gerettet, nehme ich mal an, weil irgendwie muss es ja weitergehen, ne? Schicksal der Schläger erfahren, 37% nur. Ja gut, vielleicht ist man aufgestanden, rausgegangen und hat dann nicht da diese Erinnerungsfetzen gehabt. Das kann natürlich sein, das ist aber... Nee, aber ich denke mal, wenn du auch nicht aus dem Gebäude entkommen bist, dann weiß ich nicht, was dann passiert ist, ob das dann nicht auch vorbei ist. Dann hast du vielleicht den letzten Weg gar nicht gehabt.
mit den Schlägern, weil er ja dann auch nicht im Krankenhaus war, sondern du bist vielleicht so gestorben. Dann war es vielleicht zu Ende. Ja, aber das glaube ich auch nicht. Ich denke mal nicht, dass die vorzeitig abbrechen, oder? Aber ja, vielleicht wussten die dann nicht, dass du überlebt hast oder so. Ich meine ganz ehrlich, wenn jemand dich aus dem brennenden Haus rettet und nicht rauskommt, dann wartest du doch da, bis die Feuerwehr letztendlich sagt, wir haben eine Leiche gefunden oder wir haben sie nicht gefunden, ne? Ja. Also, ja.